Also erstmal habe ich an der Uni auf Wunsch meines Vaters Außenpolitik studiert. Und dann kam diese Welle der Anerkennung der DDR. Und da haben die festgestellt, in der dritten Welt können sie mit Diplomatinnen nichts anfangen. Und da wurden wir Mädchen alle raus. Nach der Hälfte des Studiums alle rausgeschmissen. Dann sollten wir alle Außenhandel machen. Das lag mir nicht. Und vielleicht hat mein Vater mir auch manchmal so ein bisschen Flöhe in den Kopf gesetzt. Also er hat dann als Begründung für dieses Kunststudium, für dieses Diplomatenstudium, hat er gesagt, guck mal, du bist in so einem kunstliebhabenden Elternhaus aufgewachsen, du hast so eine gute Bildung, vielleicht wirst du eines Tages mal Kulturattaché. Ja? Und sowas zieht natürlich. Aber als das dann auch nichts wurde, habe ich dann erst noch bei ADN gearbeitet. Und da hat man ist dann was ge eine Nebenagentur gegründet worden, die hieß Panorama, die sollte Artikel über die DDR verbreiten. Und zwar nicht vordergründig politischen Inhalt, sondern eher so die Schönheiten der Landschaft oder Kuriositäten. Imagepflege, würde man heute sagen, des Landes DDR. Also sollte das Land in möglichst gutes Licht setzen. Und nun hatte ich ich hatte dann schon angefangen, Italienisch zu lernen, aus einem persönlichen Grund. Und da hat man dann gesagt, ja, das könnte ich gerne weitermachen, das wäre auch im Interesse. Und ich bekam dann auch, je mehr ich mit meinem Studium fortschritt, bekam ich dann auch immer mehr Kontakt zu Italienern, weil das war natürlich wieder an der Humboldt-Universität eine ganz enge Geschichte. Wir waren zwar bloß vier Studentinnen in unserer Seminargruppe, aber wir konnten nicht nach Italien. Es kam auch aus Italien nicht zu uns. Also, weiß ich, wir haben Artikel des Neuen Deutschlands übersetzt oder so ein Krempel, ne?